Ja, und die letzten beiden Tage sind wir dann quasi von Petra zu Sabine und dann eben zur Revolution nur noch kleinere Strecken gelaufen. Ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, länger durch den Schnee zu laufen, war auch sehr interessant und ja, hat auch viel Freude gemacht. Und dann war es soweit. Dann sind wir auf der Revolution gelandet. Ja, ich bin jetzt hier auf der Revolution und die Veranstalterin hatte mich gefragt, ob ich bei dem Social Media da stand, da irgendwie mit rumstehe. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Schön, ein bisschen mit den Leuten reden. Und jetzt habe ich erfahren, ja, dass ich einen Vortrag halten muss. Und das bedeutet, ich muss ganz spontan mir einen Vortrag einfallen lassen. Und ich bin so ein bisschen manchmal Perfektionist und möchte mich ganz ordentlich und gut vorbereiten. Und das geht und jetzt wenn hier nicht. Die Toilette ist, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da hinten. Und ich bin sehr gespannt, ob, ja, was da mehr rauskommt. Und es kann eigentlich nur gut sein, weil umso spontaner, umso besser. Ansonsten, diesmal sind so viele Leute da und auch sehr viele junge Menschen. Man merkt den Einfluss von Social Media und von den ja, genannten Internetplattformen, YouTube, Facebook, von mir aus Instagram, Blogs. Es ist Wahnsinn, es sind so viele ja, Aussteller da, die auch immer eine Internetpräsenz haben. Ich ja, bin total begeistert. Ich kann an der Stelle gleich mal sagen, von einem Produkt, Soyana Käse. Also es ist nicht Rohkostqualität, aber der ist wirklich richtig gut und besser als Happy Cheese, die sind ja auch vertreten. Und ja, ansonsten bin ich da gar nicht so viel groß rumgekommen und freue mich auf jeden Fall auf meinen Vortrag. Positiv, Stress ist da, aber arbeite jetzt dran und vielleicht gleich ein paar kleine Impressionen mit ja, ins Video nehmen. Und ansonsten ja, freue ich mich auch auf die vielen Kontakte. Ein paar Leute habe ich schon angesprochen und gab es einige schöne Geschichten. Ja, freue mich einfach und ein paar Impressionen vom Rohkostpodlack. Mal sehen, was passiert und ja, dann auf zu meinem Vortrag. Ja, meinen Vortrag werde ich euch dann in einem der nächsten Tage komplett ja, als Video veröffentlichen. Und jetzt nur ein paar kleine Impressionen von dem Vortrag, wo ich bei Ming mitgemacht habe und einfach nur ein paar kleine Impressionen. Ja, also er schmeckt nicht, das kann ich euch jetzt schon versichern, aber er hat eine richtig tolle Wirkung auf mich und ich hab das auch in meinem Buch geschrieben, Rohkost for Low Cost, und das ist ein Buch, was funktional ist. Ich sag danach, da war es bezahlbare Rohkost. Im Monat 50 Euro sind vollkommen ausreichend. Herzlichen Dank auch an alle Sponsoren, die mir jetzt ihre Produkte zur Verfügung gestellt haben, weil ich habe mich überhaupt gar nicht vorbereitet. Also ich wusste nicht, okay, ich mache einen Smoothie, aber ich habe aber ich hatte Ruhe, danach kann ich. Ah, übrigens was ganz physikalisch Geiles. Das habe ich irgendwann mal bei CDF Knopf Hoff gesehen. Ja, Knopf Hoff. Okay. So, auf jeden Fall, sie ist die schnellste Möglichkeit, also nur mal so Zeitweg. Hier lernt man sogar was auf der Revolution. Aber hallo, vor allem ab 14.30 Uhr bei dem Vortrag von Wall Street, sobald man noch reden kann. Ja, die Körner, also der Quinoa sollte ausgebrochen sein, damit das Quinoa besser verwertbar ist für den Körper. Aber ich kann den Bianco-Jungen richtig bemühen wahrscheinlich, aber es geht langsam. Aber ich glaube, keiner kann hier den Bianco richtig bedienen. Ich kann es auch nicht. Okay. Jetzt noch. So, jetzt sind wir hier an dem Stand von Soyana. Das ist der geilste Käse hier auf der Revolution. Ich habe sie alle getestet, von Happy Cheese bis über den Namen, ich vergessen habe. Aber Soyana ist zumindest mein Favorit hier. Und vor allem dieser Feta-Käse. Und sie haben was Neues. Das habe ich gestern probiert. Omelette, oh, sogar zum Aktionspreis. Ja, also mal kurzes Feedback, das kann ich euch mal sagen. Geschmack 1A. Das Omelette, Geschmack 1A. An der Konsistenz habe ich vielleicht was falsch gemacht. Ich habe es wahrscheinlich zu, du hast ja gesagt, leichte Hitze. So Hitze. Ja, ich kann sein, aber wirklich geschmacklich richtig, richtig gut. Und ja, einfach ein Riesenkompliment an eure Produkte. Was mir jetzt nicht so geschmeckt hat, waren diese Orange und diese mit den Früchten, so Mango. Also ich mag dann eher so die Knoblauchsachen, die Kräutersachen und so weiter. Aber wie gesagt, fettes Kompliment. Und ohne Scheiß, ehrlich, ihr seid die Besten hier. Super, so muss ich sagen. Cool. Magst du mal ganz kurz was, vielleicht so, wenn du Zeit hast jetzt hier, zum Unternehmen was zu sagen? Ja, cool. Wir haben hier ein Unternehmen, was seit 36 Jahren seinen Prinzipien praktisch treu bleibt. Ja? Wir haben angefangen damals mit Tofu.
der Herr Denzer, das ist der Pionier praktisch der Schweizer Tofu-Herstellung. Vorher gab es noch kein Tofu. Und später haben wir angefangen, dann auch andere Sachen in die Sortimentsliste dazu zu tun. Mhm. Beispiel Dinkel oder hier die Veganellas. Die sind auf der Basis von Cashewkernen. Ja. Und den haben wir jetzt hier auf der Revolution natürlich nur wenig dabei, weil es keine reine Rohkost jetzt in dem Sinne ist. Aber sonst unsere fermentierten Sachen, die laufen seit Jahrzehnten jetzt sehr gut. Und wo kann man die kaufen, wer sich jetzt dafür interessiert? In Dance zum Beispiel. In Dance, okay. In Dance gibt es LPG, ist hier in Berlin eine gute Adresse. Okay. Und online, die meisten werden ja gerne online kaufen? Alles-vegetarisch.de. Dann gibt es so Pflanzenfresser mit V. Okay. Die haben jetzt angefangen, einen Online-Shop aufzumachen, die sind ganz gut. Ja. Boutique Vegan haben. Cool. Sozusagen. Alles klar. Mücke, fettes Kompliment. Ihr seid der einzige Stand, den ich dir vorgestellt oder Revolution, weil ihr mir der seid, der mir dieser besonders gefallen hat. Ja. Alles klar. Na dann, viel Spaß. Ja. So, jetzt bin ich hier beim Benjamin. Ich habe ja in Leipzig dreimal übernachtet und er ist quasi die letzte Instanz, bevor es wieder nach Hause geht. Und ja, an dieser Stelle mal Dank an alle drei, wo ich übernachtet habe. Die Petra, die Sabine und der Jan und jetzt hier der Benjamin. Und es war wunderschön, einfach drei komplett verschiedene Haushalte, Menschen kennenzulernen, jeder so ein bisschen anders. Und so sehr ich bei allen dreien gerne auch länger geblieben wäre, aber es ist einfach schöner, immer mal reinzuriechen und Menschen kennenzulernen. Und ja, und der Benjamin, der hat jetzt ein Anliegen, was viele von euch auch interessieren wird. Ich weiß, dass meine Zuschauer auch sehr freiheitsliebend sind und auch gerne mal was ausprobieren. Und der Benjamin hat jetzt ein kleines Projekt, wo er einen kleinen Aufruf starten möchte. Und ja, deswegen möchte ich Ihnen auch gerne die Plattform dafür geben. Ja. Um was geht's? Ich danke dir, Christian, auf jeden Fall, dass du mir die Plattform dafür gibst. Und ich habe 3 Wochen Urlaub im Juni, das wäre vom 11. bis 30. Und da habe ich geplant, ich habe einen Hundefänger, also einen Peugeot-Partner, umgebaut zum Mikrocamper, also nach René Krea. Also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße und vielen Dank an dich. Ich habe deine ganzen Ideen geklaut, oder fast alles. Und da suche ich noch jemanden, also eine Person, die Bock hat mitzukommen. Ganz kurz muss man mal intervenieren. Er sagt Hundefänger und so weiter. Also er ist auch vegan, so wie ich das richtig verstanden habe. Genau, also veganer Hundefänger. Also, er ist vegan und der Hundefänger ist halt nur das Auto, was halt von Hundefängern oft benutzt wird. Also weil viele von meinen Zuschauern mögen den pflanzlichen Lebensstil genau wie du. Und das ist auch schön, wenn ihr dann unterwegs seid, wegen gemeinsamen Essen und so weiter, dass es dann nicht irgendwie Zwist gibt und so weiter. Ja, das nochmal als Ergänzung. Auf jeden Fall von Vorteil, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Ne? Also. Ja, das würde mich freuen, wenn sich da wer melden würde. Und ja, zu wo wollte ich letztens schon? Nein, nach Norwegen wollte ich. Und man kann aber auch spontan auf ein anderes entscheiden. Also man kann auch in den Süden fahren. Ne? Also 3 Wochen Urlaub sind 3 Wochen Urlaub sind vorhanden bei mir. So. Und also das hätte ich zu bieten und mitkommen, sich einbringen und eine gute Zeit haben. Und ja. Ist jetzt für eine weitere Person Platz in dem. Für eine weitere, genau. Ja. Also vielleicht eventuell mit Klebenhund, sag ich mal. Könnte man machen, ne? Wenn er nicht zu groß wird und ansonsten kann man sich ja da abkaspern, wie auch immer. Ne? Also das wäre cool. Eine gute Sache. Das ist eine Möglichkeit, ich weiß viele von euch, das ist eine Möglichkeit, handfest, einfach melden bei ihm. Ich verlinke euch das Facebook-Profil, was du hast. Ne? Genau. Genau, da könnt ihr euch bei ihm melden. Und dann könnt ihr gemeinsam einfach eine schöne Zeit haben. Du wirst wahrscheinlich auch viel fotografieren, wie ich dich kenne. Ja, ich habe ja einen Haufen Krempel dabei. Ja. Also Drohne leider nicht, weil die ist zu sperrig noch. Ja. Aber ansonsten Landschaftsaufnahmen. Ja. Also wenn ihr auch gerne Fotograf seid oder Fotografin, dann ist das wunderschön, weil dann könnt ihr gemeinsam dann durch die Landschaft streifen. Gerade Norwegen ist wunderschön. Ja, und dann einfach ein bisschen fotografieren und einfach mal raus. Einfach mal, wir haben Benjamin jetzt kennengelernt, unkompliziert, ruhig und einfach total relaxed und angenehm. Also er ist War Spirit approved. Das ist ein War Spirit Siegel. Nee, also ernsthaft. Also wer da Bock hat, dann einfach melden und und jetzt gibt es vielleicht noch ein paar Impressionen von der Revolution. Macht's gut. Tschüssi. Danke, Christian. Jo, ciao. Wir sind nach dem Potluck. Treffen wir uns hier noch zu einer illustren Runde. Potluck Berlin, nach Revolution. Jetzt haben wir ja geil was gemacht beim Benjamin hier in der Wohnung. Hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Noch nicht. Okay, ich verlinke euch. Kann ich aber nicht verlinken.
Das ist halt jetzt. Sieht echt ja aus, oder? Ja, der andere Schalter noch neben Licht. Ja. 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 So, also. Gruppensex jetzt gibt's auch nach der Revolution. Und naja, ganz witzig alles. Aber ich bin müde und ich komme nicht an meine Matratze, weil die drei Fettärsche da hinten drauf sitzen. So, die Revolution neigt sich zu Ende. Ich habe gerade meinen Vortrag gehalten, meine Stimme ist weg. Und ja, Fanny hat gestern ihren Vortrag gehalten und ihre Stimme ist noch da. Ja, gerade so. War eine schöne Erfahrung, ne? Einfach mal so ja, spontan vor Menschen zu sprechen, ohne sich groß vorzubereiten. Und, wir hatten ja beide keinen wirklichen Blick. Ja, einfach so losgelegt und. Genau. Ja, es ist wenigstens authentisch gewesen. Ja. Was war dein schönstes Erlebnis auf der Rohkost? Revolution? Definitiv der Vortrag und natürlich, dass ich so euch alle wiedergesehen habe von Leipzig. Auch Ming, wir wollten eigentlich Ming noch mit dabei haben, ist aber leider gerade verschollen. Das Einkaufen, glaube ich, mit keinem. Ja, genau. Ja, das war definitiv mein schönstes Erlebnis. Die ganzen Begegnungen, die ganzen Inspirationen und. Einfach euch alle wiederzusehen, aber auch mal einen Vortrag zu halten, so völlig unvorbereitet. Ja. Normalerweise habe ich meine PowerPoint-Folien dabei, aber dieses Mal war es total improvisiert alles. Also es war richtig, richtig klasse. Aber ich muss gestehen, ich bin auch ziemlich am Ende. Nicht nur die Revolution, ich auch. Ja, so viele Menschen, so viele Energien, so viel, wirklich auch bewusste Menschen, die hinterfragen, mit denen man sich hinstellt, mit denen man wirklich sehr, sehr viel redet. Ja. Das ist einfach wunderschön, kostet aber wahnsinnig viel Kraft. Und, aber es war total schön. Es hat sich absolut gelohnt. Und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, die Revolution euch auch mal anzutun und dann mal hinzugehen. Einen besonderen Dank, glaube ich, können wir beide sagen, an Wandmarker. Genau, definitiv. Die haben den Stand hier gesponsert und da haben eigentlich gar nichts groß dafür bekommen. Ja. Einfach nur auch idealistisch, dass so ein Magazin, das größte deutsche Rohkostmagazin gibt es schon jahrelang. Und einfach mal da vielleicht auf die Webseite, auf die Webseite gehen und da vielleicht mal ein bisschen Support zeigen. Ja. Und wir machen jetzt los, gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, fahren nach Hause. Okay, na dann. Macht's bis gut. Bald. Jo, ciao. Tschüss. Danke.